Moin Moin, Servus und willkommen zurück bei Moonlighter mit mir, der Mutter. Ja, in der letzten Folge haben wir wieder eine Menge an Waren verkauft, aber natürlich auch wieder mal zu Ramschpreisen größtenteils. Ich hab's immer noch nicht raus, einfach wie die Preise sind, was die Leute so dafür zahlen, aber hey, das ist eben ein Übungsprozess. Jetzt packe ich gerade noch neue Waren ein, denn es hat ja erst ein neuer Tag begonnen. Das bedeutet, wir verkaufen erstmal. So. Das noch und das noch. Und auch diese Lichtessenzen. Danach werde ich meinen Laden zumachen. Die rüsten wir aus. Na, wo ist es denn? Da. Perfekt. Die ersten Waren liegen ja schon bereit und wir begrüßen dann jetzt erstmal unsere Kunden. Hi, servus, guten Morgen. Ich bin gespannt dann, wie die Preise sich jetzt entwickeln, ob sie gut sind. Das ist schon mal gut. Das immer noch zu günstig. Schade. Legen wir dann gerade nach. 90 war okay. Halt. Ich kann Platz. Aber da das immer noch gerne gebraucht wird, wollen die Leute natürlich auch hoffentlich ein bisschen mehr zahlen. Ich probiere es mal mit 95. Sehr schön. Das ist ein fairer Preis. Die Goldnuggets oder was das sind? Was? Kristallsteine sind noch zu teuer. Gut, dann machen wir mal 80. Perfekt. Und die sind tatsächlich dann zu teuer. Dann lassen wir das mal bei 5. Die Wassersphäre war mit 120 in Ordnung. Da war auch 6 in Ordnung. Sehr schön. Jetzt haben wir für den Kristallstein auch einen angemessenen Preis gefunden. Saver. In der Pause gucke ich dann einfach mal, was es sich mit den Achievements auf sich hat. 23 ist okay. Sehr schön. Bevor er dann kommt, legen wir nach. Nehmen wir alle. 120 war zu niedrig. Ach, B. Dann machen wir einfach mal 150. Der Laden, der boomt ja jetzt gerade wieder. Das freut mich. Natürlich verkaufen wir. Und auch der netten Dame hier verkaufen wir ihre Ware. Warte mal, dann nehmen wir nur eine Lichtessenz. Denn dann kann ich nämlich ausprobieren mit dem Preis. Sehr schön. Sehr gut. Immer noch zu günstig. Ach du Schande. Halt. Dann nehmen wir nur die Hälfte. 50 ist zu günstig. Dann gehen wir hoch auf 100. Und verkaufen. Von der Seite sieht Will ein bisschen ja, sauer aus, böse aus, denn er guckt da doch etwas närrisch. So mein Gefühl. Da war der Preis okay, das mit 100 war zu günstig. Dann machen wir es so und machen dann den Laden jetzt zu.
Denn ich habe keine Ware jetzt mehr. Immer noch zu günstig. Okay. Das merke ich mir, beziehungsweise ich kann ja nachgucken, was ich auch mache. Dann nehmen wir jetzt das darüber, das darüber. Das sind auch nochmal schön 200. Und den möchte ich mir jetzt dann doch angucken, wie viel der wert ist. 15 Verkäufe heute nur und 4600 gemacht. Sehr schön. Der Preis war ja in Ordnung. 15 war da in Ordnung. Die Golemfibel, puh. Schlage ich mal mit 200 an. Und hier mit 150. Ich weiß es halt echt nicht, ob die Preise so in Ordnung sind oder eben nicht. Verkaufe ich jetzt halt echt zum ersten Mal, aber... Will, nächstes Mal spielen wir, wenn ich dich besuchen komme. Okay, er spricht das Gleiche. Gut siehst du heute aus, Will. Wie kann ich dir helfen? Vulkanschmiede, Stoffbandana. Okay. Gib mir plus 8 Geschwindigkeit. Ich hätte aber gerne das hier. Da brauche ich Fledermaus-Gedöns. Obwohl, komm, nehmen wir erstmal das Stoffbandana. Ja, mach's mir mal, bitte. Danke. Das ziehen wir hier oben an. Und wir sehen es sogar auch an Will selber. Sehr cool. Das gefällt mir immer, wenn man die Rüstung, die man trägt, dann auch sehen kann am Charakter. Hier rein. So, lange nicht mehr drinne gewesen. Und schon wieder da. Und was gut ist, in der zweiten Ebene gibt es die gleichen Waren wie in der ersten. Komm, schlag einmal, bitte. Gut. Oh, schade. Hat mir echt schon gut Energie abgezogen. Macht nichts, wir haben hier die Quelle. 130. Also wir haben mehr Energie. Nehmen wir natürlich mit. Die Blobs sind nämlich Heiltränke. Das ist ein bisschen gemein, dass hier... Oh, perfekt. Die Items auch runterfallen. Und man sie dann halt echt nicht bekommt. Gehen wir nach oben erstmal. Zwei schon mal eingesammelt. Okay. Hohoho. Sehr gut, sehr schön. Und echt super Loot eigentlich schon bekommen. Holy. Wie besiegen wir den? Ach komm, laufen wir erstmal. Okay, erst... Sehr gut Schaden gemacht.
Okay, einige Gegner sind wohl nicht angreifbar mit Pfeil und Bogen. Alle mitnehmen. Trinken wir mal einen Schluck. So, schade, der hat nichts mehr gegeben. Den Gegner lasse ich jetzt echt einfach mal, obwohl, warte mal. Der ist einfach mir echt noch zu schwer. Fliehen wir einfach. Denn ich möchte meine Waren echt behalten. Ja, echt und total voll ehrlich und so. Nein, Mensch. Kotz mich aus, bitte. Och, das ist wieder eine Mimik. Also ich finde die auf der Ferne gut angreifbar. Nice. Ja, läuft. Scheiße, diesmal muss ich ihn besiegen. Okay. Diesmal war es echt einfacher als gedacht. Komm, einen Raum machen wir noch. Komm. Sauber. Drei Plätze haben wir noch. Ja, ich schaue mir noch den nächsten Raum an. Vor trinken wir. Warum trinke ich zuvor? Ich Idiot. Ich möchte nämlich noch in einen Raum rein. Perfekt. Sie sind wie Motten, das kennen wir auch schon. Also klicken wir uns da schnell durch. Okay. Gehen wir zurück. Wir haben unsere Beute. Zur Stadt, bitte. Und wir holen uns erst wieder Tränke. Tränke möchte ich, bitteschön. Warum kosten die mehr als... Okay. Weil ich die Schleimdinger nicht mitgenommen hatte, denke ich mal. Ich denke mal, 10 werde ich holen. So ist es auch echt viel, viel günstiger. Okay, es gibt dann immer eine mit Rezept und eine ohne. Okay.
gibt da einige Tränke. So, wir haben 10. 5 können wir immer nur stacken, sehe ich. Gut, dann ist es so. Dann packe ich meine 5 Tränke hier rein. Was ist denn das? Alte Golem-Lakaienentwürfe. Okay. Machen wir auf. Die Lakaienentwürfe und so weiter werde ich wohl dann mal für 300 oder so ransetzen. Gut. Viel zu günstig, okay. Da war der Preis okay. Ich mach's aber trotzdem mal 1 höher. Und da war der Preis auch viel zu niedrig. Machen wir mal 180. Sehr schön. Yep, verkaufen wir dir. Was haben wir noch? Den haben wir noch. 60 war da auch immer noch zu niedrig. Dann machen wir jetzt mal 100. Er sieht auch echt schwer bepackt aus, eigentlich. Sehr schön. 25 ist also auch noch in Ordnung. Und das war immer noch zu niedrig. Okay. 80 war da in Ordnung. Das verkaufen wir dann hier für 200 mal. Mal gucken. Haben wir davon nämlich ein paar. Immer noch. Meine Güte. Dann machen wir jetzt einfach auch 200. Und wie ist das Buch? Zu günstig. Okay. Zu günstig. Okay. Einfach 300. Verkaufen. Verkaufen. Die brauchen wir selber. Die Wasserdinger. Mit 120 waren wir da gut dabei. Sehr schön. Ach, immer noch. Dann halt 250. Okay, die kann ich... Machen wir dann halt mal so. Ja. Die hier kann ich noch verkaufen. Da war der Preis hier angemessen. Mal gucken, ob ich die auch für 25 das Stück verkauft bekomme. Ich verschleudere meine Kohle, ey. Also meine Preise sind echt zu gut. Ja, natürlich auf die andere Seite. Machen wir echt knallhart 1000 und gut ist. Was? 1000 sind auch noch zu günstig?
Okay. Gut zu wissen. Machen wir halt 2000. Aber schön, dass ich jetzt dann fast alles verkauft bekommen habe, was ich heute im Dungeon gefunden habe. So, sehr schön. Sie ist also unser letzter Kunde heute. Ich hoffe, die kommen morgen wieder. So. 18 Kunden heute und 4700. Mit den Golem-Entwürfen könnte ich mir echt in den Arsch beißen. Denn... wie viel habe ich da? 5, okay. Dass die so wertvoll sind, hätte ich nicht gedacht. Die dann erstmal zusammen. Na. Okay, ich hätte eigentlich alles drüber machen können. Ja, Leute. Das war's für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr habt gesehen, dass ich echt noch einiges lernen muss hier. Denn gerade hier die Inschriften, diese Baupläne sind halt echt schweinewertvoll anscheinend. Merke ich mir fürs nächste Mal und ja, hoffe dann mehr Kohle zu bekommen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn euch meine Videos gefallen, könnt ihr ja mir ein Abo dalassen und wenn ihr auch die Glocke betätigt, seht ihr immer, wenn ein neuer Upload von mir kommt. Würde mich auch freuen, wenn ihr das macht. Und ja, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss, tschüss.